Hallo und herzlich willkommen bei der Podcast. Und seht ihr schon die Veränderung? Und der größte Schocker, Fabi ist nach 7 Milliarden Jerry 683 also Monaten nochmal wieder dabei. Das ist doch ein bisschen krasser. Das schockt mich jetzt. Was liegt hier überall Sinn? Was ist das hier für Hässlichkeit? Das ist einfach nur Hässlichkeit. Oha. Das ist ja mal gut. Wie ihr sehen könnt, sind wir gerade an einem Redesign von Lissys Haus beschäftigt. Schon weil wieder. Mal wieder so alle anderen außer mir arbeiten an meinem Haus. Okay. Ja, aber ich wollte hier unten so einen Raum machen für den Zauberungs- Und dann hat sie das da über diese Treppe so voll so reingewurschtelt und dann dachte ich so, nee, das geht nicht, hier muss jetzt hier ein geiles Redesign kriegen. Da muss live erst reingekettet werden. Genau, und deswegen machen wir hier jetzt, wie gesagt, ein Redesign. Und hier soll auf jeden Fall so fette Bücherregale hinkommen, die dann so in so einem Kreis quasi angeordnet und werden in der Mitte kommt dann der Zauberungstisch. Also so, dass man richtig auf fetten Leveln verzaubern kann, weil ich habe ja momentan auch 41 Level und da kann man fette Scheiße draus machen. What is this? Oh mein Gott, way! Was denn? Happy, what is that? Wow, yeah! What's that even talking? Das ist sehr verzaubernd. Aus welchem Material willst du denn den Verzauberungsraum machen? Warum habe ich gar nicht nachgedacht? Und quite no. Oh shit. Ich hätte ihn eigentlich so aus Cleanstone gelassen. So voll basic bitches like. Was, wer hat hier so, schon dann gesetzt? Willst du nicht mythisch-magisch machen? So geil. Oh, in dieser Folge können wir übrigens auch endlich, letzte Folge hat ja Lissi die ganze Zeit gesagt, ja, ich guck mir jetzt die Arena an, Ja, die ist aber nicht wirklich. Hat sie sich nicht angeguckt, aber jetzt dann in der nächsten. Jetzt aber. Das ist da Bescheid. Ich packe gerade mal alle Sachen hier in die Kiste, weil hier ist so ein Portal. Ich glaube, das hat Fabi für mich gemacht. Wahrscheinlich ist da so richtig fett Basic Bitches Shit drin, wo man so sofort stirbt und so ein Life Destroyed ist for Life. Life Destroyed for Life und so. Ich geh da jetzt an. Oh, die sind Smileys, die sind so cute. Ey, was machst du schon wieder hier? Du bist voll der Stalker-Boy, bist immer da. Wow. Aber, ey, guck mal, das sieht aus wie, Dingens, wie heißt es? Das von Binding of Isaac. Ah, wie heißt das? Shoop the Whoop! Shoop the Whoop! Sagt mir voll was. Klingt gar nicht irgendwie creepy oder so. Er sagt, nein, das ist nicht creepy. Das ist ein Item und es macht so bleh. Kennst du nicht? Das macht so bleh. Kennst du nicht? Und du kennst es einfach nicht. Ich glaube es nicht. Was bringt das überhaupt hier? Hier ist ein Loch. Oh, da war wohl Kohle. Kann man das sterben? Ey, Bitch, geht's mal vergraben? Oh, kann man nicht. Okay, ja, dann. Ah, hab ich die Kohle genommen. Okay, dann bin ich wieder weg. Alles uninteressant. Tschüss. Und jetzt komme ich so nie wieder raus. Tja, jetzt habe ich dich halt hier gefangen gemacht. Gefangen gemacht. Oh, Dings, ja genau. Ich kann ja schon mal ein bisschen zeigen, weil ich glaube, ihr habt am Brunnen auch noch ein bisschen geändert, ne? Ja, am Brunnen haben wir auch ein bisschen. Aber da bin ich noch nicht fertig, also... Aber der ist schon schick. Für dich schon mal gar nicht. Nee, ich habe keine, sorry. Ich habe zwei, aber... Ich weiß nicht. Kann man die nicht irgendwie sinnvoller benutzen? Ich weiß nicht, wofür du... Warte, guck mal. Ich weiß nicht, ob du dich für was Sinnvolleres benutzen kannst. Egal, sonst würde ich einfach schnell den Enderman. Hä, hey, wieso denn? Wozu brauchst du es denn? Das Rift, um das Eck zu machen. Hä? Um das Rift, um das Eck zu machen? Um das Rift wegzumachen. Ach so, dafür brauchst du den Enderman. Ja, das Teil, da muss man... Ja, dann weh, trenne, weh! ich hab nur einen. Und jetzt ganz plötzlich packt so richtig schnell aus und lässt das Haus irgendwie so. Das musst du einfach draufklicken oder wie? Nein, du brauchst, musst es noch bearbeiten. Nein, oh mein Gott! Schon voll am Auslippen. Lissi, stopp es! Lass es nicht zu! Man darf mich halt einfach nicht alleine lassen. Ja, vielleicht nein. Kleinkind, Lissi. Schon. Ich wollte noch was zu meinen Haaren sagen. Oh nein, jetzt habe ich das. Oh mein Gott. Oh, ich muss mich erstmal beschäftigt stellen. Ja, du bist schwarz. Ich wollte gerade offline gehen und dann ist mir aufgefallen, dass ich mit euch Jan verbrennt. Ja, ich bin mit am Arm. Wir beide sind. Was ist eben happening? Was redet der eigentlich? Geri, was ich sagen wollte. Ich hatte nämlich einfach mal Bock, so ein bisschen durchzutönen. Mal gucken, was ich demnächst noch so mache. Ich hatte nein. Oh nein! Hilfe! Ich bin gerade in den... Was hast du getan? Was? What you talking? What the fuck? Leute, was talkt ihr eigentlich? Wahrscheinlich habt ihr gerade alles zerstört und das ist so genau nein. Von meinem... Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott! Hey. Drama!
Was ist das? Ach, wir werden alle sterben. Über andere interessante Dinge. Also ich würde auf jeden Fall ein paar Farben durchprobieren und so und hatte einfach Bock drauf. Und da ich ja schon einmal so Kupferbraun hatte und so, dachte ich mir so, yo, kann man ja auch mal so Dunkelbraun probieren, weil ich auch mal einen dunkleren Teint probieren wollte und so. Vielleicht mache ich auch mal Kupferblond. Und ich habe letztens eine ganz coole Farbe gesehen, die so ein bisschen lila Touch hatte. Das sah eigentlich auch ganz cool aus. Kann man ja mal ausprobieren. Auf jeden Fall finde ich es eigentlich ganz okay. Es sah nur saudunkel aus, als ich das gerade ausgewaschen hatte. Und das sah echt komplett wie schwarz aus. Und das war schon krass. Also es ist schon ziemlich dunkel, vor allem am Ansatz. Aber ja, schwarz wäre schon ein bisschen zu krass, halt die Fresse. Islun! Die sterben ja, bei. Also irgendwie finde ich diesen Turm ein bisschen unnötig, weil hier ist so gar nichts drin, was interessant ist. Man kann einfach nur hochlaufen und dann so, ah, tschüss. Aber ich will was Cooles, was man benutzen kann. LOL! Oh Gott, ich komme die Arena, da bin ich ja mal gespannt. Oh, klar. Warte, ich will mitkommen und gucken. Bisse. Ich bin auf dem Weg. Oh, Bisse. Ich bin bei dir im Haus. Ich hab dein Haus. Yo, ich bast es dir, bitte. Hey, ich bin am hässlichen Turm. Der ist nicht hässlich. Ich finde den eigentlich ganz cool. Oder meinst du... Also ich bin jetzt beim Baumhaus. Ist irgendwie komisch. Und ich hätte jetzt das TL nicht erkannt, wenn ich es nicht gewusst hätte. Weil das einfach ineinander... Ach, bei dem Turm, ja. Ach so, ich dachte, du meinst das Baumhaus. Und der ist... Ups. Hot. Und jetzt, oh, den findest du eigentlich auch hässlich. Und da ist schon wieder Jan, das ist so Krepel. Krepel? Was hast du da in der Hand bitte? Bist du X-Men oder was? Okay, also hier, das ist, Leute, um es mal zu präsentieren, die neue Arena. Vom Aufbau her... Jan, geh weg, geht, hässlich. Vom Aufbau her ist sie eigentlich genauso wie die alte, bloß mit ein paar anderen Materialien. Aber ich finde das mit dem Stein nicht. Da fand ich unsere hübsch. Naja, war zu erwarten. Ich habe ja gesagt, ich hate die Tour allein, weil es einfach gegen mein Einverständnis umgebaut wurde. Ja. Cool. Naja, da beefen sich gerade auch zwei Beefs zu Tode. So. Da beefen sich zwei Beefs und so. Aber es ist eher so ein passiv-aggressiver Beef. Nicht so, oh mein Gott, ich hasse dich so sehr. Nein, die laufen nur so nebeneinander so. Du bist so scheiße, ich schlag dich nicht mal. Genau. Was ist das denn? Hauptsache direkt hier, wo ich sage, mal wir hier eine Monsterfalle bauen und dann so, ja, lass mal Arena daneben machen. Hallo? Du singst so toll. Wie komm ich denn jetzt hier rein? Man kommt gar nicht rein. Boah, schlecht gemacht. Hier fehlt eine Festplatte. Genau, da fehlt eine Festplatte. Ja, scheiße, wir haben keine Festplatte hingemacht. Ja. Die andere Seite hat eine Öffnung. Ja. Also, ich find's ein bisschen komisch. Vor allem sind die Kühe. Wer hat dir bitte Kühe hingesetzt? Na, Linus fand es witzig, die Vorstellung, dass sie gegeneinander zum Tod kämpfen. Ist aber nicht lustig. Ganz lustig. Also, ich find so mit Shader sieht die echt ganz schön aus. Die Kuh? Nein, die Arena. Aber ich hab dein Dingens, dein Joe's Minecraft gesehen, die zweite Folge. Da war die Kuh so verdammt fucking cute, oh mein Gott. Ja, ne? Light in Style, weißt du? Wobei die Kuh vom Lissy Pack natürlich was hübscher ist. Mhm. Und das mein Gesicht braucht. Ja, deswegen, meine ich ja. Sieht eher nicht so geil aus. So, super. Also echte Kühe sind halt schon ein bisschen kjorter. Bitte! Da hab ich auch gestern mit dem Typ drüber gelabert, mit dem ich Mario Kart aufgenommen habe. Meinten wir so, ja, es gibt manche Kühe, die sind hübscher als manche Menschen. Ist wirklich so, es gibt ja voll die schönen Kühe. Ja, wenn die schamponiert sind. Ich hatte die bestimmt einen Monat lang, hatte ich das als das Top-Hintergrund. Weil es gibt so schamponierte Kühe, die findet man auf Tumblr. Das Bild ist so voll klein, weil es gibt nur ein einziges Bild davon, habe ich nur gefunden. Und die sind einfach so süß, weil die sind geföhnt und schamponiert. Und die sind so cute, weil die sind so, oh, ganz flauschig, ich könnte sterben. Die sind so cute. Ja, liebe Kühe. Ich hab das gerade gegoogelt, champonierte Kuh. Ich finde das eher gruselig. Sieht super süß aus. Das ist das Süßeste, was du jemals in deinem Leben gesehen hast, okay? Hilfe. Und ich habe gestern sowas Süßes gesehen. Oh mein Gott, da bin ich so gestorben. Das war, glaube ich, so, was war das? Otter, glaube ich. Habe ich euch Otter geschickt? Ja, das hast du. Wo ich gestern meinte, oh mein Gott, wirklich, ja, die sind so cute. Und so. Ja, genau, das war ein Otter. Und da war so ein Typ, der hatte die in so einem Handschuh. Und da waren zwei und die haben so richtig süß geguckt. So. Der eine hatte sein Maul auf. Sein Maul. Sein Maul. Genau, da konnte man nur die Zunge so sehen, weil der hatte so keine Zähne und da konnte man nur die Zunge sehen. Und das war so richtig so herzerweichend. Oh! Diese Zunge. Ich liebe sowas. Ich liebe das Internet dafür, dass es solche Bilder verbreitet. Lissy guckt doch so, Lissy scheißt auf Katzenvideos. Die guckt sich Otter und schamponierte Kühe an. Die sind schon was cute, aber Katzen sind auch geil. Ich liebe Katzenvideos von so kleinen Perserkatzen. Die sind voll toll, weil dann gehen die da so. Und dann fallen die um! Oh! Und dann fallen die um!
Yes, geil! Lissy outet sich gerade als Girl. Ja, so Rest in the Perserkatzen. Ja, bro. Wäre geil. Aber Rest in the Baby Perserkatzen. Lissy, du solltest mal ein Domino-Video machen oder so. Ein Domino. Wenn du so auf Umfallen stehst. Domino-Ding. Ein Domino. Ein Domina-Video. Wir verstehen uns. So sexy. Lol. Oh Mann, ich hab wieder nichts zu tun. Mann, ihr müsst meine Sachen zu Ende bauen, weil dann kann ich wieder was machen. Ja, ich hab gerade überlegt, also eigentlich wollte ich das ja machen, dass die beiden Treppen runterführen und sich dann vereinen und wieder in deinen Raum reinführen. Oh, ich mach gerade mega die Rode-Werbung. aber dann ist mir aufgefallen, dass die Treppe doppelt breit ist und dann passt das nicht vom Ausgang her. Weil ja der Zaubertisch nur eins breit hat. Das heißt, ich muss es so daneben bauen und dann geht's da runter. Das ist halt nicht ganz so nice, aber naja. Okay. Ich habe übrigens heute die Gardinenfolge hochgeladen. Ja, ich habe sie mir angeguckt und ich muss das wieder. Ich habe sie mir wieder angeguckt. Ich habe die jetzt schon zum dritten Mal geguckt und ich finde es immer nur lustig. Ihr könnt jetzt mal bei Lissy vorbeigucken. Die hat vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen. Das heißt irgendwie sowas wie Gardinenausraster, wo ich mit ihr das Level gespielt habe. Und ich habe so einen Lachflash bekommen. Guckt euch bis jetzt einfach alle Yoshi's Woolly World Folgen an, wo Jonas dabei ist. Die sind einfach mega lustig. Das sind einfach die besten aus dem ganzen Let's Play, weil die mega lustig sind, weil wir die ganze Zeit so dumm sind. Sehr lustig. Ja, aber ich glaube, ich schaue jetzt immer meine Aufnahme. Boah, da ist aber jemand nicht? Early. Oh mein Gott. Ja, die ganze Zeit hat irgendwie mein System so die Festplatte ausgelastet. Das fand ich doof. Und jetzt hat es irgendwie aufgehört. Oh, why not? Ja, ist einfach schon wieder so, Wasser. Yeah, du mir. Wasser. Ist ja eklig. So. Und willkommen zurück zu Techland. Da ist nämlich mal eine nette Begrüßung. Ja. Huch, warum schwebt hier. Ach, übrigens habt ihr schon das Video gesehen mit Dagi B und Lion, wo die sagen, ja, wir sind eigentlich seit einem Monat schon nicht mehr zusammen. Oh, wirklich? Ah! Ja, das habe ich eben gesehen irgendwie. Hä, hey, das heißt, die hat da wirklich auf dem Twitter die ganze Zeit so rumgepinst von wegen, ah, du lügst doch, wir sind noch zusammen, wir lieben uns voll. Und jetzt auf einmal lädt sie es hoch, wo sie sagt, wir sind doch nicht mehr zusammen. Das ist natürlich. Aber der war halt dabei und die sind, ja, also wir kommen voll gut klar. Ja, ein bisschen noch fremd. Okay. Das ist okay. Ja. Und die sagen dann auch noch so, ja, also die ganzen Bilder, die sind ja gefaked, die gepostet wurden, wir haben uns gar nicht betrogen, wir lieben uns nur einfach nicht mehr, bla 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 bla. Und die ganzen kleinen Mädels sagen dann, ja, die haben bestimmt recht. Ja, und vor allem dann so, ja, ich könnte das auch gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, mit jemandem in der Öffentlichkeit rumzuknutschen, mit dem ich gar nicht zusammen bin. Und ich so, okay. Hä, vor allem mit jemandem rumzuknutschen, mit dem man nicht zusammen ist, was ist das denn für ein Schwachsinn? Bevor man zusammenkommt, knutscht man. Was ist das? Also ich. 1-6 vor der Ehe, Kinder, sagen wir schon mal. Ja, du musst doch rausfinden, ob sich alles richtig anfühlt, wenn du mit jemandem zusammenkommst. Und dann kannst du ja nicht sagen, okay, wir sind zusammen, jetzt dürfen wir uns das erste Mal küssen. Das ist ein bisschen fake. Jetzt darfst du die Braut küssen! Ja, vor allem in ihrem Alter. Dann kommen wir jetzt nochmal raus und starten meine Spiele, weil es kriegt mega Probleme. Das ist komisch, aber whatever. Also ich denke, die meinte das eher so vom Sinne, dass sie das dann nicht öffentlich präsentieren würde oder so. Hieße. Nee. Ja, nee. Versteht nicht. Bist nee. Halt die Friese. Wo sind deine Büscherregale jetzt? Büscher. Ja, warte. Ich holte dich. Dich. So. Oh, das war meine Spitzhacke wohl am Anus-Popo gegangen. Am Anus-Popo. So, ich mach mal kurz die anderen wieder beisammen. Die gegangen sind. Beautiful now. Ein wenig unpraktisch, dass wir hier mit Sand zu arbeiten haben, weil wir. Oh, jetzt geht es schon wieder aus. Sehr edel. So. Hä? Hey, vor allem kommen da sogar weniger Bücherregale raus, als man vorher hatte. Ja, weil du nicht. Also hier sind noch ein paar Bücher. Ah, nee, stimmt gar nicht. Nee, stimmt nicht. Man muss halt nur wieder Holz investieren. Ja, ich. Wobei. Doch, Bücher brauche ich, stimmt. Und Leder ansonsten, weil ich habe sau viel Papier und so. Das ist ein Problem. So. Oh, das war so beautiful. Ich weiß. Übrigens haben wir noch eine Frage gekriegt. Ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut, weil ich das noch nicht weil ich das noch nicht abgescreenshottet habe, aber abgescreenshottet. Ja, was? Heißt doch so. auf jeden Fall hat er gefragt, wie wir Pokémon Tekken so finden. Hier bitte. Sind die Bücherregale. Bescha.
Er hat auf jeden Fall gefragt, wie wir Pokémon Tekken finden. Ich habe mir gestern mal kurz einen Trailer dazu angeguckt. Ich glaube, es war einfach nur so ein offizieller Nintendo-Trailer. Ansonsten habe ich mir jetzt erstmal nichts angeguckt, weil ich habe ehrlich gesagt gar nicht davon gehört. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich habe einmal alle so, yeah, Tekken. Das ist eigentlich schon vor lange angekündigt, aber es war, glaube ich, nur für Japan und so komische Spielautomaten. Ja, weil auf E3 und so, da kam ja auch nichts. Haben die auch nichts davon gesagt. Deswegen keine Ahnung, woher das kommt, wann die das überhaupt angekündigt haben. Keine Ahnung, vielleicht haben sie sich jetzt umentschieden. Ich glaube, wir bringen das jetzt für die Wii U raus. Keine Ahnung. Why not? Ist aber vorher auch noch nichts davon. Ob das irgendwo anders rauskommen soll, also. Ne, das war in Japan halt. Gab's sie als. Ja, toll, ich wohne nicht in Japan. Woher soll ich das wissen? Boah. Du willst doch immer alles, was in Japan abgeht. Das ist doch sehr important, ja. Ich? Oh. Das ist so ein Japan. Du liebst das Jan-Blog. Ich hab so einen Japan-Fetisch. So ein Jan-Fetisch. Ja. Das hättest du vielleicht gerne, aber das ist eben nicht The Truth. Doch. The Ruf-Truf. So. The Raff-Truf. Because Jan likes it rough. I like it rough. Do. Das kenne ich jetzt aber so gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mir das angesehen und habe nur so gedacht, Smash nur in Pokémon. Und keine Ahnung, ich bin ja sowieso nicht mehr so Smash Bros. Fan. Ich finde ja Smash Bros. Eigentlich nur cool, wenn es wieder eine Story geben würde, weil ich die Story immer gefeiert habe damals auf dem Wii-Spiel. Aber sonst finde ich das nicht so cool. Echt? Eine Story bei Super Smash Bros.? Ja. Ja, das war voll cool. Man konnte einfach so rumlaufen und es gab Zwischensequenzen. Oh nein! Das fand ich cool. Tinker-Table. Hast du einen Tinker-Table? Bei... Tiebel? Wenn man Tiebel schreiben will, dann muss man doch wohl Tiebel schreiben. Hör mal. Nee, das also ich muss bei, jetzt mal das Ding bei Linus oder bei Max halt. Tiebel! Gibt es da so einen Tinker-Table? Ansonsten heißt es doch Teibel. Teibel. Ja, Teibel. Nein, das wird Teibel. Teibel. Also wenn schon... Ah, Mann, ich drücke mal die falsche Taste. Meine Enter-Taste funktioniert nicht mehr. Teibel. Ich darf wohl nur einmal in der Minute schreiben oder sowas. Alter, sind die viele Creeper, what the fuck? What the heck? Ist ja eigentlich noch was da ist, oder? Nee, ich glaube, das war's so ziemlich. Ich meine, außer dass da drüben halt alles planiert ist. Leute, warum seid ihr so basic bitches? Baut mir was mehr? Vor allem sagt die richtige Idee, was so viel gebaut. Wait. Schon. Ah. Vor sure. Aber ich bin sowieso nur die Tusse, die immer so rumglotzt und ein bisschen dazu sagt, so hier, hässlich. Und die selber halt so gar nichts macht. Yay! Na, aber die Arena hat sie ja gebaut, deswegen, also. Ja, und dann baut er die einfach weg, also das ist, ne. Die ist jetzt wieder da, girl. Ja, aber trotzdem hab ich sie nicht gemacht und das find ich traurig. Ja, ich kann es schon verstehen. Weil ich mache halt sonst nie was und da war ich ein bisschen stolz drauf. Vor allem fand ich den unteren Teil voll cool. Ich meine, ihr meintet ja, man kann nicht miteinander verbunden. Das geht über, so. Genau. Ja, genau, so ist verbinden, aber es ist einfach nicht dasselbe. Okay, folge mir unauffällig. Also es geht dann quasi so hier rum. Da kommt dann. Ja, warum stehen die Bücherregale jetzt hier? Ja, weil sie, weil ja hier die Treppe runtergeht. Hä, aber da habe ich die doch eben gar nicht hingestellt, oder? Ja, die stehen jetzt hier. Kommt rein auch. Hä, hey, warum denn so mittig? Wie weit müssen die denn auseinander? Weißt du denn überhaupt, wie ich das machen will? Ja, du willst, dass die so umrandet sind. Fertig. Ja, also das ist 5 breit und 5... Da kennst du jetzt zum Beispiel auf deinen Power-Tisch. Da kommt ja dann der Ding hin. Und dann gibt's zum Beispiel solche Upgrades. Hier? Ja. Das passt doch gar nicht. Da muss ich die Wand doch auch... Ja, die muss ich, mach ich noch weg. So. Aber es gibt Force-Field-Emitter oder sowas und das musst du dann halt craften. Beautiful. Und dann kannst du es damit installieren. Bude wohl nah. Verstehst du? Wie dieses schöne Gebilde aussieht, dieser geile Verzauberungsraum, das seht ihr in der nächsten Folge von Wait. Yeah. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Und wenn ihr nochmal Themen habt, dann schreibt es unter Hashtag Genau, schreibt uns Themen in die Kommentare und bis dahin, tschüss mit Ö.